Ihre Majestät hat seit 1943 an den Sitzungen der Weihgruppe teilgenommen. Die Königin ist nach ihrer ausgedehnten festlichen Pause in Sandringham, Norfolk, offiziell zur Arbeit zurückgekehrt. Am Donnerstag trat die Monarchin bei ihrem Treffen in der West Newton Village Hall mit Mitgliedern ihres örtlichen Fraueninstituts zusammen. Die Königin schien in bester Stimmung zu sein, wickelte sich von der Kälte in einen hellblauen Mantel mit einer Blumenbrosche an der Brust. Sie wurde mit Perlenohrringen und einer passenden Halskette ausgestattet und trug eine schwarze Handtasche. Ihre Majestät, 92, wurde von der Vizepräsidentin Yvonne Brown begrüßt. Bei dem diesjährigen Treffen waren der Gastredner Alexander Armstrong. Moderator der BBC Game Show Pointless, der sagte, er sei sehr, sehr geehrt, um eingeladen zu werden. Es ist ein bisschen wie ein Traum, der wahr geworden ist, sagte der Fernsehstar. Ich denke, jeder, mit dem ich je gesprochen habe, hat gesagt, dass sie einen Traum gehabt haben, wo sie mit der Königin Tee getrunken haben. Ich werde das schaffen. Er fügte hinzu, es wird ziemlich informell sein. Ich werde herumlaufen, dies und das, und wenn ich jemanden sehe, der ein Genen unterdrückt, denke ich, dass es wahrscheinlich an der Zeit ist, die Dinge zum Abschluss zu bringen. Die Königin hat seit 1943 an den Sitzungen der Weihgruppe teilgenommen und übernahm die Präsidentschaft von Queen Mother, die wiederum Queen Mary übernahm. Vizepräsidentin Yvonne, die seit über 25 Jahren Mitglied ist, sagte in der Vergangenheit, dass der Monarch bei den Versammlungen einer von uns wird und genießt es, bei einer Tasse Yorkshire Blend Tee zu plaudern. Die königliche Tochter Prinzessin Anne und ihre Schwiegertöchter, die Herzogin von Cornwall und die Gräfin von Wessex, sind auch Mitglieder des WAI, der Organisation. Die Frauen zusammenbringen will, sie ermutigt, neue Fähigkeiten zu erwerben und einzigartige Talente zu fördern. Die Königin macht seit Weihnachten in Sandringham Urlaub, tritt aber jeden Sonntag regelmäßig in der Kirche auf. Sie besuchte Gottesdienste in St. Mary Magdalene und St. Peter und wurde auch vor wenigen Tagen auf einer Landstraße in Norfolk gefahren. Der König war fast unbemerkt, in Trenchcoat und Kopftuch gekleidet, und schien ohne Begleitschutz, ohne Begleitung zu fahren.